Willkommen zurück zu Final Fantasy IV. Es geht los hier mit dem coolen Kampf. So, wir singen mal direkt hier eine Hymne. Dann passiert uns hoffentlich nichts. Und wir beschwören mal. Ich beschwöre mal. Beschwören ist cool. Ich mache Alfred. Vielleicht können wir vom König von Eblan mal was stehlen. Auch ihr wollt also sterben? Was ist mit dem König passiert? Dann will ich euch allen euren Wunsch erfüllen. Bitte nicht. Gegner hat keine Items. Okay. Okay, der macht Feuer. Alle oder einen nur? Okay, das geht ja. Das Gebet blieb unerhört. Das ist ja unerhört ist das. Das ist unerhört blieb. Das Gebet. Das ist nicht so schlimm. Wieso denn immer auf Edge? Der hat doch niemand was getan hier. So, jetzt beschwören wir mal hier. Purgatorium. Ich weiß gar nicht, ob ihr Eifel bisher gesehen habt. Jawollo. Das hat ordentlich reingebasht. Und der lebt ja immer noch. Ist ja der Hammer. Ich mach mal Fotos auf alle. Fangen wir nochmal. Noch geht's uns gut, aber ich habe ein bisschen Schiss. Ein bisschen Schiss. Mutter, Vater. Ja. Wir kämpfen gegen Mama und Papa. Edge, damit musst du jetzt klarkommen. Das war gut, Kane. Feurer. Noch geht's uns gut. Ich glaube, das Konfus wird nicht so viel helfen. Attribute und Szene. Das machen wir auch mal. Dieses Heldenlied, das haben wir neu gelernt. Und dann bete ich mal. Und du springst nochmal. Sag mal, irgendwie, der kann so viel einstecken, wie er will. Kann das sein? Wie das Vieh? Der will nicht sterben. Immer auf die kleine Rydia. Hier unsere coolen Helden. 10%. Ich bin's, euer Sohn. Okay, vielleicht will er auch nicht, dass die sterben, weil das ja seine Eltern sind und so. Ja, dann beten wir nochmal eine Runde. Das war jetzt echt viel von Kane. Ich weiß nicht. Ninja-Künste. Doppelung. Ich weiß nicht, was die wollen. Bio. Machen wir beide. Und wir springen mal da auf ihn. Oh. Was ist jetzt? Der König und die Königin sind wieder bei Sinnen. Oh. Und jetzt? Hör mir zu, solange ich noch sprechen kann. Wir sind keine Menschen mehr. Wir sind Geschöpfe, die es nicht geben darf. Oh, wie schrecklich, dass seine Eltern so verwandelt wurden. Vergib uns, Edge. Und Edge sagt nichts, weil die Mutter, die hat das gerade gesagt, wir müssen jetzt gehen. Bevor der Wahnsinn wieder unsere Sinne benebelt. Diene Eblan gut, mein Sohn. Oh mein Gott. Nein, geht nicht.
Leb wohl, Edge. Mutter, warte! Nein! Wie schrecklich. Such cruelty. It's inhuman. Rubicante, for this, you will pay! It was Luge who made Chimerae of your parents. I shared no hand in his perversities. They shame me as they grieve you. Don't speak of shame! I respect men like you. Men with courage. But you are a slave to your emotions. And so, will never know true strength. Such is the curse of men. You think our rage a weakness? Then let me show you how wrong you are! Edge Zorn hat seine verborgenen Kräfte geweckt. Edge beherrscht jetzt die Ninja-Künste Flut und Blitzschlag. You are an interesting one indeed. Such powers unleashed by anger alone. But they will not avail you. The frozen winds of Hell's Ninth Circle could not penetrate this cloak of flame I wear. Come, I will heal your wounds. Face me at full strength. Boah, okay, der hat uns geheilt. So ist er von sich selber überzeugt, dass er es schafft. Und bei den ganzen schweren Gegnern, keine Ahnung, was hier auf uns zukommt. Ich habe keinen Plan. Ninja-Künste. Blitzschlag. Ich springe und singe eine Lebenshymne direkt. Und mache Protes auf alle. Man weiß ja nie. Und wir beschwören direkt mal Shiva. Boah, Edge ist direkt tot. Das ist schön. So. Kane hat ein bisschen abgezogen. Kontert mit Feuerer. Das ist okay. Ach so. Rydia beschwört. Da kann ich gerade nicht wählen. Mal gucken, ob das hilft. Vielleicht sollten wir ihn auch direkt mal wiederbeleben. Und wir springen mal. Und das heilt. Er hat sich geheilt. Das ist richtig sehr. Kannst du wieder beschwören? Uh-oh. Wir müssen uns dringend mal heilen. Flucht nicht möglich. Okay, das war irgendwas zum Flüchten. Ich kenne diese ganzen Attacken von ihm noch nicht so gut. Kannst du mal bitte beschwören wieder? Okay, er kontert. Na, der stirbt. Okay, sie leben noch. Elixier. Wenn ich... Ach Mensch, ich komme mal nicht dazu, wenn hier mitten in der Beschwörung das reingreift. Aber ein Elixier wäre vielleicht auch gar nicht so gut, weil... er hat sowieso nicht so viele... Lebenspunkte. Das war gut.
Okay, drei sind gestorben. Das ist nicht gut. Hau mal gleich wieder ab, Kane, und bist du der Nächste. Und das ist immer ganz gut, dass er zwischendurch angreift. Boah, ey. Ja, geh mal in dein Mantelchen. Das ist immer nicht viel, das Beten, aber könnte eigentlich auch mal Vitra auf alle machen oder so. Spring mal nochmal. Springen! Oh Mann, oh, warum stirbt sie denn schon wieder? Voll blöd. Wenigstens heilt er sich die ganze Zeit konsequent. Aber wir sind versteinert und das ist das Problem. Jetzt ist Kane der Einzige. Oder hat er gepennt? Ich weiß es nicht. Spring. Hauptsache, er kann wieder beleben. So ein bisschen Gemach oder so wäre auch cool. So ein bisschen, dass der andere nicht so schnell ist. So ein bisschen die Zeit stoppen wäre toll. Er kontert wieder mit Feuer hier. Oh, das gibt's nicht, echt. Hat sicherlich nicht geschadet, dass wir ihn auch mal geheilt haben. Oh, mit Kane kriegen wir das hier noch hin, oder? Mit Kane? Und mach mal hinne hier. Jetzt macht er wieder sein Feuer und dann ist sie wieder dran. Das nervt. Jawohl, drei Leben wenigstens noch, auch wenn es nicht Edge war, der ihn besiegt hat. Naja, schade eigentlich. Aber ich wusste auch nicht, was auf mich zukommt. So, Cecil, Rosa und Kanes Stufe sind natürlich angestiegen. Und wir bekommen eine Errungenschaft, dass wir Rubikante besiegt haben. Sehr interessant, ihr bündelt eure Kräfte, um gemeinsam stärkere Gegner zu bezwängen. Kein Wunder, dass selbst Meister Golbis sich eurer nicht so leicht entledigen kann. Ihr seid ausgezeichnete Krieger. Ich hoffe, es kommt der Tag, an dem wir uns wieder gegenüberstehen. Oh ja, wahrscheinlich schon. Mutter, Vater, ihr könnt jetzt in Frieden ruhen. Haushofmeister, was? Hoheit? Oh, Hoheit! Haushofmeister! Wir sind gekommen, um an eurer Seite zu kämpfen. Wo ist Rubikant? Führt uns zu ihm. Es ist bereits vollbracht. Natürlich, nichts anderes habe ich von euch erwartet. Ich habe es nicht alleine vollbracht. Diese Recken haben mir geholfen. Alleine, du bist als erstes gestorben, wenn ich das mal so sagen darf. Verstehe, dann schulden wir euch, werten Herrschaften, unseren aufrichtigen Dank. Voll die fröhliche Musik. Mutter und Vater sind ja nur gestorben von Edge. Wer ist dieser Golbis eigentlich? Jemand, der die Kristalle sammelt und um einen Weg zum Mond zu erschaffen und der Rubikantes Fäden zog. Er will zum Mond, zu dem Mond, der am Nachthimmel steht. Auf dem Mond soll eine riesige Macht ruhen, stark genug, um die ganze Welt auszulöschen. Wir müssen sicherstellen, dass es nicht dazu kommt. Alles geschah also auf Befehl dieses Golbes. Seine Taten können nicht ungesühnt bleiben. Aber eure junge Hoheit, euer Volk braucht euch jetzt. Eblan muss wieder aufgebaut werden. Es geht hier nicht nur um Eblan. Die ganze Welt steht auf dem Spiel. Ich muss ihnen helfen, diesen Golbis aufzuhalten. Nun denn, seid bitte vorsichtig. Immer doch, ich mach das schon. Verstanden. Wir werden Eblan in eurer Abwesenheit beschützen. Bitte passt gut auf unseren jungen Prinzen auf. Mögen euch die Schatten gewogen sein, sagten die Ninja. Und euch. Auf geht's, Freunde. Treten wir diesem Golbis in den Hintern. Unser Hauptaugenmerk gilt der Wiederbeschaffung der Kristalle.
Weiß ich doch, folgt mir. Yo, okay. Edge ist hier am Start. Und, was ist jetzt hier? Können wir das speichern? Oh, ja, hallo! Darf man vielleicht nochmal irgendwie sich heilen oder so? Nö, am besten sterben wir gleich, was? Echt jetzt? Meine Güte, ey, man kommt noch nicht mal dazu. Hallo? Wenn ich jetzt hier sterbe, darf ich den ganzen Bosskampf nochmal machen, ne? Was soll denn der Scheiß, ey? Voll unfair programmiert, ganz ehrlich. Hasse sowas. Weg mit den Dingern. Gar keinen Bock mehr da drauf, ey. Würde die ganz gerne mal wiederbeleben. Kann man das hier vielleicht? Kristallsaal. Oh, ist das schön friedlich hier. Eine Falltür? Autsch! Wir sind zurück in die Unterwelt gestürzt. Na toll, jetzt auch noch das. Wie sieht's aus mit Magie? Vitra, braucht das jemand zufällig? Ich mach mal erstmal Engel hier. So. Dann Vitra. Damit es denen mal wieder besser geht. So. Das war's also mit dem Speichern. Was sagt er eigentlich dazu? Oh nein, gibt es denn keinen Weg zu den oberen Etagen zurückzukehren? Nee. Doch, wahrscheinlich schon. Wir laufen einfach hier unten lang. Da ich ja hier fast überall schon war, glaube ich, wird das schon klappen. So. Laufen wir da lang, wo ich noch nicht war. Natürlich mit Gegnern. Das wäre ja sonst viel zu einfach. Tja, wir können leider nicht viel machen. Ne? Mit ihr hier. Wieso? Wir fliegen einfach mal eine Runde. Juhu, wir fliegen mit Leviathas. Haben wir auch noch nie gehabt. So. Und weg. Und wir sind ein bisschen geflogen. Ist auch schön. Einfach mal, um es auszuprobieren. Ja, ich bin nicht nach links gelaufen. Brauche ich anscheinend auch nicht. Es geht nach rechts. Nee, hier war eine Kiste, deswegen. Okay. So, die Flattermäuse auch nochmal hier. Die sind so unglaublich schnell, die blöden Fledermäuse. Echt. Aber wenn man sie erstmal kriegt, dann kriegt man sie auch schnell hin. Aber erstmal müssen wir alle einen draufhauen. Das war ein Eispfeil, auch den Rosa gerade abgefeuert hat. Ich habe mich übrigens voll erschrocken gerade eben, als wir auf einmal runtergeknallt sind. Ich wollte doch nur speichern. High Potion. Geht also doch nach links. Naja, ist auch nicht schlecht. Dann sind wir gleich eigentlich richtig gelaufen, weil wir das dann schon erledigt haben. So, die machen wir fertig. Wir fliegen immer noch. Ist ja lustig.
So. Und es ist traurig, finde ich, mit Edges Eltern, also, dass die in ein Monster verwandelt wurden und er dagegen auch gar nichts machen kann, ist schon mies. Turm von Babel, Untergeschoss 8, vollständig. Zweimal Ether erhalten. Ether! Ether! Immer her mit dem Ether. Oh. Ist das hier unsere alte Enterprise? Was ist das? Das neueste Luftschiff des Feindes? Sehr schön, damit können wir fliehen. Aber es ist ein feindliches Schiff. Keine Sorge, das Schiffchen hat bestimmt auch viel lieber uns am Steuer. Na, 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 was haben die denn jetzt vor? Und du meinst nicht, das könnte eine Falle sein? Dieses hübsche Schiffchen? Niemals. Warum taufen wir es nicht auf den Namen Falke? Oh je. Schnell weg hier. Dann zeig mal, was du kannst, Falke. Wie schön. Heißt das, wir können jetzt einfach wieder raus? Wie ich will? Wo kann ich denn überhaupt lang fliegen? Nur hier lang? Ja, anscheinend schon. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Burg zurück. Oder so. Weil ich wüsste sonst auch nicht, wo lang. Vielleicht hilft uns das ja. Wir werden natürlich direkt wieder angegriffen. Was auch sonst. Komme ich auf die Idee, dass wir hier einfach mal so durchkommen. Geht doch. Wenigstens das. Jetzt Stufe ist angestiegen. Wenn wir jetzt hier begrüßt, Zwergenburg. Und mal Hallo sagen. Geschoss. Vielleicht begrüßt uns ja irgendjemand. Ihr seid zurück. Ich habe schon auf euch gewartet. Was ist mit den Kristallen? Wir hatten leider kein Glück. Verstehe. Golbis setzt alles daran, auch den letzten Kristall zu bekommen. Er versucht zur Stunde, die versiegelte Höhle gewaltsam zu öffnen. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis er Erfolg hat. Ich möchte, dass ihr ihm zuvorkommt und den Kristall an euch nehmt. Luca! Ja, Vater? Bring mir deine Halskette. Hier. Diese Halskette ist nämlich in Wirklichkeit der Schlüssel für die versiegelte Höhle. Ohne diesen kann eigentlich nichts und niemand die Höhle betreten. Bitte, ihr müsst den letzten Kristall behüten. Wir geben unser Bestes. Lukas Kette erhalten. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns und hören uns im nächsten Part von Final Fantasy 4. Mal gucken, wie es dann weitergeht hier. Mit einem Kampf nach dem anderen und so. Das hat ja wohl irgendwann auch mal ein Ende und dann werden wir wahrscheinlich ziemlich starke Kämpfe schaffen müssen mit Golbis und Rubikante und Co. Ach ja, ich freue mich schon drauf. Ja, freue mich aber wirklich, wenn ihr wieder dabei seid. Also bis dann.